Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racing-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. Project Cars, der Schleifer. Wir machen weiter hier mit dem Mercedes AMG GT3 auf der Nordschleife. Direkt mal rein starten. Ich habe gerade mit mir selbst gerungen und ja. Mad Games, Tycoon und dieses Video werden heute meine einzigen. Ich weiß nicht, weiß auch noch nicht, ob ich Masters of Orion oder Master of Orion fortsetzen soll. Green, green, green. Weil ich hab's einfach zu lange nicht mehr gespielt. Um mich da jetzt wieder reinzufuchsen, wo ich genau stehe. Ah, ich weiß auch nicht. Bin da eben am Überlegen. So, Mercedes AMG GT3. In iRacing viel gefahren die Tage auf Silverstone. Bin ich mal gespannt, wie der sich hier so anfühlt. Ja, klingt halt wie ein GT3. Ja, ist auch ein bisschen anders vom Display her. Hier als in iRacing. Wow. Wow, zu weit. Der kommt gar nicht richtig auf Fahrt. Bis der Speed hat, ist er am Ziel irgendwie. Ich würde sagen, er hat ein bisschen viel Flügel drauf. Standardmäßig. Ja, ich will den viel später schalten. Also das Getriebe scheint auch ein bisschen komisch eingestellt zu sein. Aber gut. Konzentrieren wir uns mal hier aufs Fahren. Und nicht auf irgendeine Setup-Arbeit. Da habe ich mich gerade die Schnauze voll von. Wow. Ja, schlecht gefahren hier der Adenauer Forst. War da ein bisschen zu schnell. Ich bin da eh gerade am Nachdenken, ob mein Fahrstil ein bisschen zu schnell in die Kurve geht. Den ich in letzter Zeit an den Tag lege und ich daher ein bisschen Momentum und Geschwindigkeit am Kurvenausgang verliere. Was mich dann unterm Strich langsamer macht auf den Geraden und was mich unheimlich viel Zeit kostet. Na, stabil liegt da. Und hier im Drift. Eieieiei. Ich hab's übertrieben. Ich hab's übertrieben. So, ich wollte schon sagen, wenn der rumrutscht mit dem Heck, wird's mich extrem wundern. Der hat nämlich ab Werk Traktionskontrolle drin und die dürfte auch an sein und deshalb dürften Power-Overs, die Slide, um in die richtige Richtung zu kommen, eigentlich nicht möglich sein. Zumindest nicht im Project Cars. Ja, ich sag mal, der fährt sich irgendwie kurios. Also die dreifach rechts fährt man normalerweise hier am vierten Gang. Und da waren wir hier im dritten und damit schon zu schnell. Was für ein zu langes Getriebe spricht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch wieder das Problem, dass wir in den sechsten Gang nicht richtig reinkommen. Und nicht die Speed aufbauen, um überhaupt einen Sechsen zu schalten, gescheit. Mal gucken, jetzt hier. Ganze Zeit im fünften unterwegs gewesen. Eigentlich müsste ich jetzt schon schalten. Wenn das Fahrzeug gescheit
nachgebaut worden wäre, sag ich mal. Weil er schaltet normalerweise so kurz vor 7000 Umdrehungen. Das geht mit dem hier gerade gar nicht. Oh Gott. Ganz schrecklich. Das Karussell, ganz schrecklich. Otto qualmt erstmal, als wir aus dem Karussell rauskommen. Haben wir uns vermutlich gerade einen ganzen Unterboden zerstört oder so. So, hohe 8. Ist das hier, glaube ich. Alles dritte Gangpassage. Normalerweise. In dem Auto hier würde ich vermutlich eher einen zweiten wählen. Ja, ich versuche es mal im dritten durchzufahren. Im zweiten verlieren wir auch ein bisschen viel Momentum. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere, der mir hier zuguckt, der denkt, was labert der für einen Scheiß. Alles nur mein derzeitiger Wissensstand. Ja, ich muss projektemäßig halt ein bisschen runter und ich mache momentan, was mir am meisten Spaß macht, am liebsten. Und was mir keinen Spaß macht, das bin ich gerade so ein bisschen am Aussortieren. Das hier wird nie aussortiert werden, das macht mir nämlich unheimlich viel Spaß. Ich wurde jetzt von einem aus meinem Team gefragt, der das Video hier vielleicht auch sieht, ob ich beim 24-Stunden-Nürburgring-Rennen in iRacing mitfahren will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das kurz überlegt und habe ich gesagt, nee, habe ich eigentlich keine Zeit für. Ich habe da wirklich einfach keine Zeit für. Ich würde es zwar gerne mal machen, aber ich habe da einfach keine Zeit für. Wow, das Auto hat einen sechsten Gang. Aber so viel Flügel, dass wir einfach keine Speed drauf kriegen. Und dann geht es noch ein bisschen bergauf und dann geht gar nichts mehr. So, mal gucken, was bergab geht. Der blöde Dreher hat uns unheimlich viel Zeit gekostet. Tja, ich bin halt eine lange Krücke, ne? Muss man mal ganz deutlich so sagen. Der Dreher hat mich mit Sicherheit so irgendwas um die 30 Sekunden gekostet. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich habe jetzt die Zeit nicht genau mitgestoppt, aber es hätte eine 6 irgendwas werden können. Eine ganz knappe 6, 59 oder so irgendwas. Haben wir uns gedreht. War blöd. So, wir gehen zurück in die Rennzentrale, aber das Auto ist ganz gut umgesetzt. Also gefällt mir zwar nicht ganz so gut jetzt im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin. Aber ist nicht schlecht. Wir werden das Ganze irgendwann nochmal vergleichen. Ein paar GT3-Fahrzeuge aus Project Cars auf der Nordschleife gegen die Race Room aus der Nordschleife und vielleicht auch noch iRacing auf der Nordschleife. Und dann gucken wir mal, was sich da besser anfühlt. So, jetzt eine kleine Herausforderung. Mercedes-Benz 190e 2,5 16 Evolution 2 DTM. Mit dem Auto bin ich, glaube ich, in der Assetto Corsa schon mal Nordschleife gefahren. Ah, das hätte ich beinahe vergessen. Da können wir auch mal gucken, wie die GT3s dort fahren. Wenn es die dort gibt. Ist ja immer so die Sache, ob es die Autos dort überhaupt gibt. Ja, mit dem war ich dort schon mal unterwegs und, was soll ich sagen? Das war nicht so meine Welt. Gucken wir mal, ob das hier meine Welt gibt. Extra vorne ein Zielfahrenrohr drauf, dass man auch keinen Fußgänger verpasst. Green, green, green.
nächsten Konkurrenten schön zielen kannst, dass du den Reifen auf der Achse auch triffst, wenn du da drauf fährst. Okay, Apex verpasst. Haben wir schon Zeit liegen lassen. Das ist das, was ich meinte mit, ich bin zu schnell im Kurveneingang. Dann rutsche ich am Apex vorbei, wenn ich bremse. Das kostet mehr Zeit, als wenn ich ein bisschen mehr bremse und dann besser rausbeschleunige vom Apex aus. Ja, das Auto liegt sehr unruhig hier auf der Straße. Die Bodenwellen machen dem Bös zu schaffen, die schluckt er nicht so gut. Ja, da wollte gerade das Heck weg. Und Sprung. Leichter Sprung. Ich weiß nicht, ob du hier wirklich von Flügel reden kannst, was der hinten drauf hat. Das ist so ein Spoilerchen. 251 ist Top Speed. Ja, aber der Anpressdruck ist ganz gut. Ich erinnere mich da an Roof Cup auf der Nordschleife. Da bist du da mit 190 nicht durchgekommen. Durch die Kurve Eingang Schwedenkreuz. So, Fuchskurve runter. Hier wieder total am Anschlag. Hier unten in die Kompression rein. Und dann hier in Adenauer Forst. Ich werde ein bisschen langsamer. Ich versuche das einfach mal mit dem Auto, ein bisschen langsam in die Kurven reinzufahren, dafür vielleicht mal einen Apex zu erwischen, um besser rauszubeschleunigen. Ja, ist auch so ein Eck, wo ich gar mal zu schnell bin. Rausrutsch bis auf den Curb. Nur um dann da draußen die Zeit zu verlieren, wenn ich das Auto einfange. So, lauter Eck, runter ins Bergwerk. Ist eigentlich eine zweite Gangkurve. Aber der macht die auch ganz gut im dritten, weil er nicht so schnell ist und einen ganz guten Abtrieb hat. Das funktioniert da schon. Kriegst du die Kurve bitte? Danke. Ja, böses Schieben in schnellen Kurven. Wird er leicht auf der Vorderachse. Kann man ein bisschen untersteuern. Ja, ich habe vorsichtshalber mal ein bisschen weiter runter gebremst, weil ich einfach nicht wollte, dass wir in der Mutkurve mit Untersteuern frontal in die Wand reinhauen. Weil das Sprichwort sagt ja, Untersteuern ist, wenn du die Wand mit der Nase zuerst triffst und Übersteuern ist, wenn du die Wand mit dem Heck zuerst triffst. Was ist dann gut? Ja, ein neutrales Fahrverhalten, mit dem du die Wand gar nicht triffst. Wobei auch Untersteuern durchaus impliziert werden kann. Wenn du zu viel Gas gibst, in die Kurve gehst und das Lenkrad zu stark einlenkst,
Oh oh, das war ein Fehler. Wir müssen runter von den Gängen. Danke. Schön, dass er das mitgemacht hat. Das heißt, wenn ich zu stark einlenke und zu schnell bin, dann schiebe ich automatisch über die Vorderräder und dann könnte man denken, das Auto untersteuert, aber es ist eigentlich ein Fahrfehler. Genauso habe ich die Tage gelernt in einem Video, dass Übersteuern im Kurvenausgang manchmal ein Untersteuerungsproblem im Kurveneingang ist. Und das dann, wenn die Fahrer in die Box gehen und zum Renningenieur sagen, ich habe Übersteuern im Kurvenausgang, das wird immer schlimmer, weil dann der Ingenieur in die falsche Richtung baut. Die haben das so erklärt, die haben gesagt, wenn du im Kurveneingang untersteuerst und schiebst praktisch über die Vorderräder, dann lenkst du automatisch ein bisschen mehr, was eigentlich falsch ist. Und wenn du dann langsam genug bist, weil die Geschwindigkeit runtergeschrubbt wurde, dann kriegen die Vorderräder Grip. Und in dem Moment, wo die Grip kriegen und das Lenkrad ist stark eingelenkt, dann reißt dir ein Arsch weg. Und dann drehst du dich. Ja, und was soll ich sagen? Ich glaube, dieses Problem habe ich sogar öfter mal. Weil ich ja dazu tendiere, viel zu viel mit dem Lenkrad zu lenken und viel zu schnell in Kurven zu fahren. Und wenn das Auto dann langsam wird, Gott ist der laut. Und wenn das Auto dann langsam wird und die Vorderräder kriegen Grip, dann reißt es mir den Hintern weg und dann drehe ich mich und dann sage ich, scheiße, ich habe übersteuern. Und dann baue ich das Auto immer mehr in Richtung untersteuern und damit wird das immer schlimmer. Ja, weil er natürlich immer mehr untersteuert und ich immer mehr einlenk. Und immer wenn dann die Vorderräder Grip kriegen, nicht das Auto verlieren, wenn dann die Vorderräder Grip kriegen, dreht es mich immer mehr rum. So, das war der alte Mercedes DTM und ich glaube, die Runde war sogar mal ganz angenehm, weil wir ihn jetzt nicht in die Wand gesteckt haben. Gruppe A Fahrzeug, 7 Minuten 52 Nordschleife. Ich muss noch ein bisschen üben, da ich noch ein bisschen schneller werde in Basis-Setups. So arg langsam bin ich gar nicht mal. Ich unterschätze mich da manchmal auch selbst, aber ich bin halt auch nicht... Naja, so wirklich schnell bin ich halt auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Das rote Schiff, oder wie das Ding da heißt. Die rote Sau. Irgendwie, irgend so ein Spitzname hat das Ding. Die rote Sau oder das rote Schiff oder so irgendwas. Boah. Das wird eklig. Das habe ich ja in der Karriere mal vor langer Zeit gefahren, als Project Cars rauskam. Nee, du, das ist nicht mein Auto. Ich bin mal gespannt mit dem jetzt über die Nordschleife. Das kann nur im Fiasko enden. Ich bitte um Rücksicht, wenn ich da jetzt ausraste und fluch. Ihr habt jetzt zwei gute Autos gesehen. Jetzt kommen wir hier zu dem Drama. Wobei es kann natürlich durchaus sein, dass sich mein Fahrstil so verbessert hat, dass ich mit dem Auto weniger Probleme habe, wie ich denke. Aber ihr seht schon, mit welchem Affenzahn ich um die Kurven fahre. Ich hasse dieses Auto. Also ich könnte mir vorstellen, das könnte so das Fahrverhalten sein,
nur mit höheren Gangzahlen logischerweise, die ich dann auch im Privatfahrzeug hätte, wenn ich da über die Nordschleife fahren würde mit. So, und wir sehen jetzt schon die typische Charaktereigenschaft von diesem Auto. Wanken und schwanken. Oh Gott, und er fährt so schnell. Ernsthaft jetzt? Ich krieg Angst. Ich fahre ganz smooth und ganz langsam, weil ich den nicht in die Wand stecken will. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich nicht in die Wand stecke. Aber ich kann euch versprechen, dass ich versuche, es zu verhindern, dass ich ihn in die Wand stecke. Dieses Auto empfinde ich als Zumutung. Aber es ist ein Kultfahrzeug. Da drin Rennen zu fahren ist schlimmer, also als hier mal über die Nordschleife zu fahren. Wow. Auto, fahr, put, 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 put. Es ist tricky hier unten, aus Wehrseifen raus. Zumindest mit dem Auto. Weil der Lastwechsel da so schnell geht und das Auto hier mit Lastwechsel so seine Probleme hat. Oh. Kurzzeitig habe ich gedacht, jetzt drehen wir uns. Also man kann den durchaus schneller fahren. Ihr braucht mir nicht reinzuschreiben, den kann man auch schneller fahren oder so. Ich weiß, dass man den durchaus schneller fahren kann. Aber ich nicht. Alter Falter, ich mach drei Kreuze im Kalender, wenn ich im Ziel bin mit dem Auto. Wenn ich mir so überlege, was wäre das längste Rennen, wo ich mitfahren würde, weil ich vorhin gesagt habe, 24-Stunden-Rennen fahre ich nicht mit. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, oh Gott, der springt mir aus dem Kreisel raus, aus dem Karussell raus. Ich könnte mir durchaus vorstellen, vielleicht bei so einem 12-Stunden-Rennen. Von mittags um 3 bis nachts um 3 eventuell mitzufahren als einer von, keine Ahnung, 3 bis 4 Fahrern. Aber ein 24-Stunden-Rennen mit 4 Fahrern zu bestreiten, das ist eine taffe Geschichte.
Das sind 8 Stunden pro Fahrer. Wenn du gleiche Anteile fahren willst. Ich mir überlege, an einem Tag 8 Stunden lang, aufgeteilt vielleicht auf 4 Stints oder so, hier Nordschleife fahren zu müssen. Nee, das macht dann sogar mir keinen Spaß mehr. Gebe ich offen zu, das macht dann irgendwann auch mir keinen Spaß mehr. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn ich mich selbst einschätzen müsste, glaube ich nicht, dass ich die Fitness hätte, 8 Stunden Nordschleife am Limit zu fahren. Also an meinem Limit zu fahren. Gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen meinem Limit und dem Limit, was ein anderer Fahrer zum Beispiel hat, ja. Du musst dich dann 8 Stunden konzentrieren, dazu brauchst du Konditionen, die ich mit Sicherheit nicht habe. Wird ja schon, wenn Rennen 40 Minuten dauert, ab 30 Minuten langsam so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, düsig und überlegt mir, wann ist es endlich rum. Und wenn ich dann überlege, dass ich in 2 Stunden Stint fahren müsste, also praktisch ein Doppelstint, um den Fahrerwechsel vielleicht zu vermeiden. Der kostet ja in iRacing dann auch entsprechend Zeit, das wird ja umgerechnet. Na, ich weiß nicht. Nee, ist nicht so meine Welt, glaube ich. Es kommt natürlich auch drauf an, mit welchen Leuten du sowas machst. Wie die Vorbereitung darauf ist. Wie vielleicht auch deine Schulung durchs Team dahingehend ist, wie das Training im Team läuft, wie das Setup gestaltet ist vom Fahrzeug. Ich meine, wenn mehrere Fahrer sich ein Auto teilen, muss ein Kompromiss finden. Dem einen wird das Auto vielleicht ein bisschen zu untersteuernd sein, dem anderen ist es dafür ein bisschen zu übersteuernd. Weil das Problem ist halt auch, wenn jeder einen anderen Fahrstil hat, weil eigentlich gar keiner einen wirklichen Fahrstil hat, dann ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Sagen wir es einfach mal so. So, 9 Minuten und 2 Sekunden haben wir dieses Auto über die Nordschleife gejuckelt. Oh, das war anstrengend. Langsam fahren ist anstrengender wie schnell fahren. Zumindest wenn du ein Auto hast, was dann auch entsprechende Bremsen hat. Alter Schwede, das ist ein Ding. Ja, GT3 Historik. Puh. Okay, damit legen wir dann beim nächsten Mal los. Das nächste Mal könnte schon bald wieder sein. Weil, ja, ich will hier langsam mal durchkommen. Sagen wir es mal ganz einfach so. Ist ja mehr oder weniger zwar ein Langzeitprojekt, aber ich habe momentan eh keine Racing-Videos. Aktuell stehe ich, das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Moment, Rennen. Momentan stehe ich in der Karriere in der ersten Stufe der Kartmeisterschaft. Ich fahre die ja gerade wieder bei. Und wenn ich die beigefahren habe, dass die dann wieder auf dem Level ist, dass wir World Championship in der Formel Rookie fahren, dann gibt es wieder Videos aus der Karriere. Ja, und vorher nicht. Also ich muss das hier nach und nach immer beifahren. Ich habe die Renndistanz schon halbiert auf 50% Rennen und die KI schon runtergeschraubt, damit es nicht so schwer wird. Einfach nur noch vorne wegfahren, das Ding heimfahren, okay, zack, Beförderung. Dann kann ich mir nämlich aussuchen, wo ich hin will. Und ich will ja wieder dorthin, wo wir waren. Ich will das ja nicht überspringen oder irgendwie so, sondern ich will genau dort wieder hin, wo wir waren. Und das versuche ich hier gerade beizufahren. Gut, das war die Nordschleife mit dem 300 SEL und den beiden Fahrzeugen davor. Und ich würde sagen, ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das war mein Sonntagsprogramm. Mehr wird's
vermutlich nicht geben, außer eben noch Mad Games Tycoon. Damit mache ich ja meinen Tagesabschluss. Habe ich aber als erstes aufgenommen. Und ich glaube, Masters of Orion, da mache ich mir nochmal Gedanken drüber. Aber ich glaube, wenn ich das nämlich auch noch streich, sage ich mal, dann kann ich den dritten Slot komplett zusammenklappen und kann sagen, ich habe zwei Slots für V-Sims. Oder beziehungsweise ein Slot V-Sim, ein Slot Prison Architect und Trucking. Was ich beides nicht als V-Sim sehe, und einen Slot Racing. Und dann, bin ich wieder auf einem vernünftigen Maß, wo ich sage, da macht's Aufnehmen auch wieder mehr Spaß. Weil vier Videos am Tag runterzureißen, ey, da bist du zwei Stunden mit Aufnahmen beschäftigt. Danach machst du auch nichts mehr, ja. Das ist dann wie so ein Nordschleife-Stint fahren. Danach bist du tot. Und weil ich das nämlich weiß, dass ich danach tot bin, habe ich auch Respekt vor 24-Stunden-Rennen. Und habe da momentan kein Interesse, das mitzufahren. So, aber ich bin jetzt raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.